Als nächstes begrüße ich jetzt Santina Russo bei mir hier vorne. Sie arbeitet bei der Plattform Higgs, die auch schon erwähnt wurde. Sie wird gleich erzählen, was das ist. Higgs, es ist auch ein Online-Magazin. Ich weiß nicht, ob ihr auch ein Manifest habt. Wir werden es hören. Nein, vielen Dank. Ein Manifest haben wir nicht. Wir haben dafür ein neues Webmagazin, ganz für Wissen, hat sich ganz der Wissenschaft verschrieben, online seit dem 11. Januar von diesem Jahr, also noch sehr jung. Für die, die es noch nicht kennen, so sieht es aus. Wir haben da Beiträge, alles zum Thema Wissen, eine ganze Palette von Wissensthemen, auch in verschiedener Länge, also vom Kurzfutter, wie zum Beispiel hier so ein Science Pick, das lebt eigentlich nur vom Bild, holt die Leute beim Bild ab, das ist was für die Instagram-Generation, geht so ein bisschen in die Richtung der Frage, die vorhin von dem Herrn kam, wie holen wir auch die jungen Leute ab, wir holen ja auch die Leute ab, die sich nicht schon per se primär für Wissen interessieren, genauso, indem wir Wissen aufbereiten in verschiedener Tiefe, in verschiedener Form, mal kurz, mal lang, längere Hintergrundartikel haben wir auch, wir haben einen News-Ticker, der täglich Wissenschaftsnews bringt und wir haben auch sehr lange Formate, hier so ein Talk, der geht eine Stunde lang, ein Gespräch mit einem Wissenschaftler im Video. All diese Inhalte kommen auch auf unseren Kanälen, den Social Media und so erreichen wir eben, das ist das Ziel, sehr ein breites Publikumssegment. Warum es Higgs braucht, das überspringe ich gleich. Erstens wegen der Zeit und zweitens, weil wir schon zur Genüge gehört haben, dass Wissenschaftsjournalismus wichtig ist, dass es Wissenschaftsjournalismus braucht und dass er am Sterben ist. Und da wollen wir von Higgs Gegensteuer geben und deshalb haben wir Higgs ins Leben gerufen. Und Higgs, das ist einerseits in der Plattform, die ich vorhin schon gezeigt habe, hier im Mobile-Format mit der Webseite, mit den Social-Media-Kanälen und Higgs ist aber auch ein System. Higgs ist ein Verteilsystem für Inhalte. Also wir haben Content-Partner, die sieht man hier auf der rechten Seite. Also da kommen einmal pro Woche Beiträge von Higgs gratis für diese Regionalzeitungen. Wenn Sie am Donnerstag im Zug sind und den Blick am Abend aufschlagen, dann finden Sie eine Wissensseite von Higgs gratis für den Blick am Abend. Sie finden Inhalte von Higgs auf blick.ch, der Webseite, Sie finden Inhalte auf Now. Und über diese Now, über diese neue News-Plattform, für die, die es noch nicht kennen, werden die Wissenschaftsnews dort auch gespült auf solche Screens, wie man sie hier sieht. Die findet man zum Beispiel an Tankstellen, die findet man im Postauto, Now, bewirtschaftet die und auch da kommt News von Higgs direkt auf diese Screens in kürzester Form. Also direkter erreicht man Leute nicht mit Wissen. Und wozu machen wir das Ganze? Wir wollen damit eben möglichst Wissen in möglichst jede Ecke der Schweiz bringen und Wissen in möglichst jedes Publikumssegment der Schweiz bringen. Zurück zur Webseite Higgs. Was wir dort drauf auch finden, ist ein bisschen Paid Content. Und das ist dann, müssen wir unterscheiden, das ist nicht mehr Journalismus, das ist PR. Da stellt Higgs einfach den Platz zur Verfügung und die Inhalte kommen von den Kunden. Wir haben hier zwei Beispiele. Das ist ein Paid Content von der Hochschule für Technik in Rapperswil zum Beispiel. Das hier ist von einem Museum. Und da komme ich nun in Richtung Finanzierung, da kommt ein bisschen was an Geld rein, ein bisschen was verdienen wir, aber längstens nicht genug, um Higgs zu finanzieren. Und um auch die Verteilkanäle von Higgs zu finanzieren, die das Wissen in die Breite trägt. Was Higgs aber auch ist, und da komme ich nun zur Verbindung mit anderen Journalisten, ist eine offene Plattform. Also wir von Higgs stellen auch wir nennen die Open Spaces, also in Kachelform, es ist ja alles bei Higgs in Kachelform organisiert, stellen den Platz zur Verfügung für externe Journalisten, andere Journalisten, die ihre Beiträge aber selbst produzieren, selbst finanzieren. Das sind einfach Sachen, die wir toll finden, aber selbst nicht die Ressourcen haben, das zu machen, das zu produzieren. Ein Beispiel habe ich noch nicht, aber es kommt bald eins, das heißt Atlant und Arin, da zeigt der Wissenschaftsjournalist Atlant Bieri zusammen mit seinem Sohn, der heißt Arin, Experimente zum Selbermachen in einem Video. Das ist ein mehrminütiges Video und das richtet sich dann an die Kinder. Das meinen wir auch mit alle Publikumssegmente. Also schon da die Leute abholen und für Wissensthemen
begeistern. Wie kommen wir an mit dem, was wir machen? Das können wir am besten ablesen an unseren Social-Media-Kanälen, einfach deshalb, weil man da das Publikum recht gut analysieren kann. Und da sehen wir zwei Sachen. Das erste ist, wir erreichen zur Hauptsache ein junges Publikum. Also 25 bis 34 Jahre, das ist das größte Publikumssegment, das wir erreichen. Und das heißt, also man erreicht nicht nur ältere Leute mit Wissen, Higgs erreicht vor allem auch Jüngere. Und das Zweite, was ich auch bemerkenswert finde, ist, wir erreichen gleich viele Frauen wie Männer mit unseren Inhalten. Und das ist ja oft ein Thema und wird oft beklagt, dass sich Frauen weniger für Wissensthemen interessieren als Männer. Bei Higgs ist das nicht der Fall. Das hier ist leider nicht ganz scharf. Ich hoffe, man kann es dennoch lesen. Das hier ist ein weiteres Ranking, das zeigt, CloudScore heißt das, der macht auch CloudScore ein Ranking für Medienmarken, das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie groß ist der Einfluss von einem Portal, von einer Medienmarke in der Social-Media-Welt. Und da ist Higgs natürlich auch dabei, auf Platz 20. Und ich meine schon, nur das ist bemerkenswert, dass sich ein sehr neues, sehr junges Webportal, das sich nur dem Wissen verschrieben hat, dermaßen hoch drin ist. Und hoch drin heißt, mit Platz 20 haben wir diese recht klingenden und sehr bekannten Medienmarken überholt. Also eine Weltwoche haben wir überholt, eine Sonntagszeitung haben wir überholt, den Blick am Abend haben wir überholt in diesen 3,5, 4 Monaten, wo wir das machen. Warum? Wieso sind wir hier so erfolgreich? Nicht wegen unserer überragenden Reichweite. Die kann noch nicht so riesig sein, verglichen mit diesen etablierten Medien, das ist ganz unmöglich, aber wo wir sehr stark sind in den Interaktionen. Das heißt, liken die Leute, was sie sehen, teilen die Leute, was sie sehen, kommentieren die Leute, was sie sehen. Also kommt der Inhalt von Higgs bei den Leuten an und ja, er kommt an, das wird gelesen, da wird reagiert drauf. Also die Leute, die wir erreichen, die finden Wissen toll. Die finden Wissen von Higgs toll. Das alles stemmen wir im Moment mit einem extrem kleinen Team. Und damit sind wir eigentlich so ein bisschen der Gegenentwurf dazu, wie sonst ein neues Medienprodukt entsteht. Der Normalfall ist nämlich, dass es ein großes Medienhaus gibt und, oder auch ein neues Medienhaus und das züchtet mal eine Henne groß mit vielen, vielen Millionen. Und also ich glaube, Watson zum Beispiel hatte 20 Millionen, die Republik hatte, glaube ich, vor dem Crowdfunding auch schon ein paar Millionen. Und dieses Huhn legt dann ein Ei, also ein Produkt. Bei uns zeigt sich ein bisschen ein anderes Bild. Wir sind noch Küken, also wir sind ein sehr kleines Team, mit wenig Ressourcen, mit einer kurzfristigen nur Finanzierung bis jetzt. Und wir haben aber ein großes Ei gelegt. Wir haben ein Webmagazin für Wissen, für die Schweiz, geschaffen, das beim Publikum extrem gut ankommt. Und wir möchten dieses Küken gerne groß machen und es zum Wachsen bringen. Und dafür brauchen wir Körnchen, sprich Geld. Und dafür brauchen wir Hilfe, auch Ihre Hilfe, auch die Hilfe der Akademie möglicherweise. Deshalb sind wir im Moment daran, eine Stiftung zu gründen, die heißt Wissen für alle. Und die soll dann den Betrieb von Higgs sicherstellen, und zwar von Higgs, sowohl der eigenen Kanäle, also der Webseite mit den Social-Media-Kanälen, wie auch diese Partnerkanäle, also das Streuen des Wissens quasi in andere Kanäle und in die Schweiz hinaus. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, Unterstützung. Und da sind wir im Moment dran, Unterstützung, Geldgeber zu suchen. Und da gehen wir die Gesellschaft an. Die Gesellschaft, das ist die öffentliche Hand, das sind Behörden, das sind Firmen, das sind andere Stiftungen, das sind Hochschulen, das ist auch Community. Wir machen bald mal Crowdfunding und private Spenden. Es gibt bei uns auf der Website einen Spenden-Button. Aber die Hauptfinanzierung muss eigentlich von diesen vier Sparten kommen. Die haben alle ein Interesse daran, dass Wissen in unserem Wissensplatz Schweiz bei den Menschen ankommt und bei den Menschen präsent ist. Deswegen sind wir sehr enthusiastisch, dass uns das gelingt, dass wir dieses kleine Küken
zum Wachsen bringen können und ihm Flügel verleihen können. Vielen Dank.